Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Nachdem es doch jetzt schon eine längere Pause gab, geht's jetzt nun weiter in der zweiten Staffel mit dem Minecraft Let's Play. Das letzte Mal ist schon eine Ewigkeit her. Wir haben, glaube ich, hier unser Häuschen so gut es ging abgeschlossen, oder? Wenn ich mich da nicht irre. Küche steht. Schlafzimmer auch. Das heißt, können wir gleich schlafen gehen. Jetzt muss ich schnell. Jetzt mache ich doch schnell die Musik ein bisschen leiser. Entschuldigung. So. Und hier haben wir einen Balkon, genau. Und sehen da über unsere schöne Ländereien. Installiert ist nur der Shader-Mod. Also auch Optifine, merke ich gerade, ist draußen. Naja, schade, können wir nicht zoomen. Ja, nun, Pech. Das liegt an der 1. an der aktuellen Version 1.6.4. Das ist die aktuelle Version, die sehen wir, glaube ich, auch hier. 1.6.2 steht hier. Okay. Naja, es ist Forge wegen dem Mod. Und darum Forge ist halt vielleicht noch nicht auf 1.6.4. Naja, auf alle Fälle, die Shaders sind drinnen. Texturen mal ausnahmsweise keine speziellen, einfach mit den normalen Minecraft-Texturen. Den einen gefällt das, die einen haben das lieber, die spielen immer mit Minecraft-Texturen und die anderen, die haben das gar nicht gerne, die müssen einen HD-Texturen-Pack haben. Wir machen jetzt mal eine Aufnahme mit normalen Minecraft-Texturen. Wäre schön, wenn jetzt die Sonne noch untergehen würde, so. Gute Nacht. Also, was habe ich denn letztes Mal so gesagt, dass wir noch tun? Jetzt, da unser Häuschen endlich fertig ist, hier können wir anfangen, mal ein bisschen was anderes zu machen, in eine Höhle gehen. Ich glaube, ich habe das mal versprochen, dass wir da in die Höhle da unten noch gehen. Die ist, glaube ich, noch nicht so richtig erforscht. Und dass wir auch ein bisschen Farming betreiben werden, ein bisschen Tiere holen und. Pferde suchen gehen. Ich weiß nicht, das bei der letzten Aufnahme war ganz bestimmt noch nicht 1.6. Und wir haben noch nicht so viel erforscht von dieser Welt. Das heißt, wir sollten bald dann in neue Regionen stoßen. Und dann natürlich hoffentlich auch auf Pferde. Ja, ansonsten steht unser Häuschen da oben. Können wir jederzeit ein bisschen anbauen oder abbauen. Was auch immer. Ich würde mal sagen, sollen wir jetzt mal in die Höhle gehen? Ich weiß nicht. Oder haben wir, wie sieht es aus mit unseren Lagervorkommen? Ich glaube, Lager haben wir sowieso noch keins. Das kommt dann auch immer noch alles und das Lied ist immer noch in der Tagesplaylist, ich glaub's ja nicht. Das ist jetzt seit einem Jahr wahrscheinlich bald in der Tagesplaylist. Muss ich unbedingt mal wechseln, aber ich mach's nie während der Folge, wisst schon, ne? Gut, da haben wir eine Kiste, was ist da drinnen? Alles ist hier drinnen, okay. Wäre noch praktisch, wenn wir schon von Anfang an nicht all den Krümpel in irgendeine Kiste tun, sondern vielleicht ein bisschen darauf achten, was wir wo reinschmeißen. Was soll ich die Kiste hinschmeißen? Soll ich mal hier. Weil hier habe ich sonst immer eigentlich nur die Essenskiste. In der Küche. Hoppla. Ne, jetzt können wir auch rausnehmen. Und der Apfel können wir drin lassen, die Eier auch. Und Feuerstellen müssen wir alles raus hier, alles raus. Oh, jetzt bin ich voll. Und dann tun wir das Zeug, was wir nicht brauchen, hier rein. Machen dann gleich eine größere Truhe. Wie es aussieht, brauchen wir Holz. Das heißt, können wir nachher schnell nach Holzschlangen gehen. Das kommt auch nicht hier rein, die Kohle auch nicht, die Federn auch nicht. Nur was natürlich essbar ist. Ja, die Eier sind so eine Sache, ne? Das Werkzeug ist natürlich ganz toll, ne? Und unser Schwert ist auch noch tipptopp. Logisch. Hier haben wir noch rohes Holz. Das sollte dann noch für eine Truhe reichen. So. Und dann kommt hier eine Doppeltruhe hin, schon viel besser. Und dann auch hier die Erde. Wieso haben wir so viel Erde? Haben wir hier den halben Berg abgekratzt? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, der Boden natürlich, ne? Kies und Pflasterstein, Lehm tun wir auch mal hier rein. Das Holzzeug, das wir nicht gebraucht haben, auch gleich. Das Glas auch natürlich. Und auch der Sand und die Flaps.
Spinnenaugen Kohle behalten wir die Hälfte, wisst ihr, ne? Wie jedes Mal die Federn schmeißen wir hier rein, das Holz behalten wir noch, Eisen, da Erde, naja, Erde behalten wir. Und dann schauen wir mal, dass wir zuerst wieder Werkzeug haben. Ich weiß nicht, sind wir gestorben, dass hier alles ein riesen Durcheinander herrscht. Die Schere lasse ich in der anderen Truhe, da haben wir noch Glas. Holzlaps brauche ich eigentlich auch nicht dabei. Da die Kohle, so ein bisschen Ordnung halten. Habe ich einen Pfeil? Ne, ich habe keinen Bogen. Da ist der Bogen. In der anderen Kiste. Schere rein, Bogen. Naja, viel hält der ja nicht mehr aus. So. Fackeln bräuchten wir auch wieder. Zack. 19, naja. Dann eine Spitzhacke. Haben wir eigentlich noch ein Schwert? Brauchen wir... Weißt was, ich mache hier gleich so... Hoppla, vielleicht doch ein bisschen viel. Zwei Schwerter. Oh, das war sogar ein Steinschwert. Jetzt haben wir Eisenschwert. Auch gut. Und eine Eisenspitzhacke machen wir hier auch gleich. Und eine Eisenaxt machen wir auch gleich. Wenn wir schon so schön Eisen haben, kann mich gar nicht mehr erinnern, wenn wir das Eisen geholt haben. Und auch eine Schaufel machen, wenn die schon dabei sind. Gut, Pfeil, wie gesagt, haben wir hier noch. Ich lasse die hier. Ein Bogen, der sowieso gleich Schrott ist. Ja. Lass mir den hier. So. Gut, und jetzt mal schnell holzen gehen. Und weil wir brauchen ja bestimmt Holz für Zäune, ne? Wenn wir den anfangen zu einzuzäunen hier und ein bisschen Felder machen, dann brauche ich ein bisschen Samen und mache mein Weizenfarm und dann gehen wir Brot herstellen und ja, das übliche in Minecraft. Soweit sind wir ja in den letzten 118 Folgen nie gekommen. Hoppla. Das ist mir so aufgefallen in der alten Staffel. Da fragt man mich, was hast du so im Let's Play gebaut? Da muss ich so antworten, ja, ich habe nie richtig etwas gebaut, ich habe nie richtig ein Ziel verfolgt. Und das mache ich ja auch, ich habe auch nur ein Ziel, das ist das Spiel durchzuspielen. Bis zum Ende. Das ist nach wie vor und bleibt auch da. Ob wir da je ankommen werden, weiß ich nicht. Ah, toll. Riesenbaum. So, ist das jetzt das letzte Stück oder hat sie noch irgendwo... Ich glaube das letzte. Ich nehme wieder mit. Und die Äpfel schön einsammeln. Sehr gut. Jetzt haben wir schon 32, immerhin schon die Hälfte vom ganzen Stapel. Und dann haben wir schon ein bisschen Holz zusammen. Der Timbermod ist natürlich draußen, sonst ist er ein bisschen wie cheaten, wenn der drin ist. Wollen wir ja nicht. So, 45, ich denke, das sollte dann mal reichen. Fangen wir diesen hier noch. Und den da. So, und jetzt schauen, ob irgendwo Äpfel noch runtergekommen sind. Hier noch Setzlinge. Sieht nicht so aus hier. Nö. Aber hier, da war der große Baum stand. Ne, der stand da. Dann können wir den Wald nämlich gleich wieder anpflanzen, nicht, dass wir hier
wilde Rosen nicht mehr nachwachsen lassen. Und da hinten ist ja auch eine Wiese ohne Bäume. Und Tiere hat es hier genug. Also ich denke, wir müssen hier nicht weit gehen, um Tiere zu holen. Wie es aussieht. Jetzt hier Schafe und Kühe. Nur Schweine sehe ich gerade nicht. Nö, aber vielleicht da drüben im Wald. Da könnte es Schweine haben. Haben wir, glaube ich, noch nie da drüben. Weißt du was? Ich habe Hunger. Jetzt hat die... Ah doch, sie hat... Okay, gut. Sie hat mir Fleisch gegeben, Gott sei Dank. Denn wir sollten mal wieder was essen und ich habe gar nichts zu essen dabei, außer zwei Äpfel, aber die machen mich nicht so satt. Da gehe ich lieber hoch und pack mir schnell was. Wird eh gerade Nacht. So. Da haben wir auch noch ein Stück, genau. Dann sind es schon drei. Und dann köchelt das schön vor sich hin und wir kriegen wieder ein bisschen zu essen. So. Zwei und noch das letzte. Aber wir müssen da schon noch ein bisschen Fleisch holen. Aber ich will die Kühe nicht jetzt schon jagen, sonst sind die dann weg und dann müssen wir trotzdem ziemlich weit gehen, bis wir wieder Kühe finden. Von dem her ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt schon anfangen zu farmen. Und da unsere kleine Farm richten. Und wieder warten, bis die Sonne untergeht mit den Shaders. Kommt das einem viel schneller vor, darum gehe ich immer zu früh ins Bett. Wird relativ früh schon dunkel, wie es aussieht. Aber jetzt sollte es gehen. Ja, jetzt. Jetzt geht's. So. Holz haben wir jetzt. Das heißt, wir können Zäune herstellen. Und Samen haben wir, glaube ich, auch ein bisschen etwas. 5. Okay. Dann müssen wir mal ein bisschen grasen gehen. Das Fleisch. Ach, das ist die Kohle, die noch ausgebrannt ist. Jetzt können wir hier nochmal ein Fleisch reinziehen. Und schon wieder nur noch eins, sieht man ja. Na toll, es geht schnell weg. Das heißt, wir müssen anfangen, da Kühe zu züchten, damit wir ein bisschen Fleisch haben. Da es ja keine Schweine in der Nähe haben, Schweine wäre noch besser. Schweinefleisch ist ein bisschen besser als das von den Kühen. Macht nichts. Sofern wir genügend Kühe haben. So, machen wir mal ein paar Stickies. Und ein paar Zäune. 20. 20. Ja, das sollte, glaube ich, ziemlich weit reichen schon. Nehmen wir nochmal die Hälfte. Huch, da sind es auch noch. Da hat es auch noch Stickies. Ich denke, jetzt haben wir dann genug. 54. Ja, das sollte reichen. Ups. Hier fehlt noch etwas. Sonst laufe ich jedes Mal an die Tür. Da. Ist doch viel praktischer so. Okay, wo wollen wir die Kühe denn hinstellen? Da unten vielleicht beim Höhleneingang oder eher da beim Wasser. Ich denke eher da beim Wasser. Da müssen wir auch kein Terraforming begehen hier. Hier so vielleicht. Müssen ja nicht alle schön beieinander sein. Jetzt am Anfang. Vielleicht ein bisschen Gras weg. Vielleicht gibt es noch Samen. Sieht schlecht aus bis jetzt. Ah, jetzt da eins. Wow, eins.
ein Häufchen Samen. Zwei. Super. Drei. Damit kommen wir weit. Naja, egal. Vier. So. Jetzt machen wir hier ein bisschen das Kuh, die Kühe. Die Einzäunung für die Kühe. So, jetzt da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und nochmal 7. So, und hier machen wir dann ein Gate, ein Tor hin. Jo. Und dann müssen wir noch irgendwie zu Weizen kommen. Das heißt, wir müssen vorher noch irgendwie ein kleines Weizenfeld errichten, bevor wir Kühe holen. Geht ja sonst nicht. Außer wir züchten Hühner, die kommen ja schon bei den Samen. Aber Hühner hat es schon da unten. Aber die geben nicht so viel Fleisch. Darum, ja. Machen wir ein Weizenfeld mit 9 Samen. Ja, mit viel Geduld kriegen wir da schon was zusammen. Oh. Ne Dings noch. Die Eisenhacke. Und dann, wo machen wir das Weizenfeld? Müssen wir es da im Zaun machen oder in die Kühe reinkommen? Nee. Wo soll ich schnell eins hinzäunen, zimmern?